Hallo ihr Lieben, aus dem Wohnzimmer heute Pilates. Eine intensive Übung heute für den Bauch. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und kommt gut über die Zeiten, wo ihr zu Hause bleiben müsst. Wir gehen nach unten, wir setzen uns auf die Matte. Geht bitte gleich so auf die Matte, dass ihr nach hinten genügend Platz habt, dann euch zum Abrollen. Die Beine stellt ihr hüftgelenksbreit auf. Die Zehen berühren den Boden. Und ihr seht, ich habe mir heute noch jemand eingeladen. Mascha wird euch die Übungen mitzeigen. Wir nehmen die Arme nach vorn, gehen einmal nach oben und Schulterhöhe tief. Und einmal nach oben und nach vorn. Die Hände legen sich um die Knie und lasst den Kopf auf die Brust sinken und macht euch ganz rund. Lasst dabei das Becken nach hinten kippen und mit der Einatmung richtet ihr euch Wirbel für Wirbel wieder auf. Stellt euch vor, dass euch ein unsichtbares Band nach oben zieht und wieder tief gehen und aufrichten nach oben und tief. Und nach oben. Und Achtung, wir lösen die Hände, wir stellen sie hinterm Po auf und gehen in eine Überstreckung mit dem Rücken. Lassen den Kopf nach hinten sinken, den Mund dabei öffnen und ausatmend wieder in die Rundung. Und noch einmal in die Überstreckung. Und noch einmal runden. Und einatmend richtet euch schön lang auf. Die Arme stellen wir jetzt an der Seite auf. Die Fingerspitzen berühren den Boden. Achtet immer wieder gut darauf, dass eure Knie nicht zur Seite kippen, sondern schön parallel in Hüftgelenksbreite ausgerichtet sind. Und wir schwingen mit langem Rücken schön seitlich und ausatmend. Und Spannung bis in die Fingerspitzen. Bleibt schön aufgerichtet, schön lang. Und jede Seite noch einen. Und die Arme lösen. Kommt in eine leichte Rücklage. Die Arme sind in Schulterhöhe. Die Schultern schön nach unten ausrichten. Und Spannung bis in die Bauchspitzen hinein. Und kleine Hackbewegung. Die kommen aus der Schulter. Ihr spürt die Bewegung bis in den Rücken. Der muss halten. Und einatmend lösen. Und noch einmal. Und hacken. Und einatmend öffnen. Und eine letzte Runde. Hacken. Schön ruhig dabei atmen. 5, 4, 3, 2, 1. Und langsam abrollen, die Arme bleiben zur Decke ausgerichtet und ausatmend aufrollen und tief und hoch und tief und hoch und noch zwei, tief und hoch und tief. Und hoch. Und kommt noch einmal in eine Schräglage. Ich zeige das jetzt nochmal bei Maria, dass es ganz wichtig ist, den Rücken schön lang zu lassen. Und die Arme lang neben den Kopf. Und noch einmal Hackbewegung, ganz kleine. Ihr spürt, dass ihr die Balance bis in den Rücken halten müsst. Und ausatmend öffnen über die Seite. Und noch einmal nach oben. Und hacken. Sehr schön. Und öffnen über die Seite. Letzte Runde. Und hacken. Und öffnen über die Seite. Die Arme gehen nach vorn. Ihr streckt euer rechtes Bein nach vorn aus. In Höhe des anderen Beines anheben. Und langsam abrollen. Genau. Arme bleiben wieder zur Decke.
Und ausatmend wieder aufrichten. Drei Stück. Und tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Sehr schön. Bein abstellen. Und das linke Bein nach oben nehmen. Und abrollen. Arme zur Decke. Und hoch. Und tief. Und hoch. Und letzte tief. Und hoch. Beine aufstellen. Die Beine anheben. Die Füße anziehen. Fußgelenke fassen. Und dreimal rollen wie ein Ball. Ja. Schön in der Balance bleiben. Sehr schön. Und wir halten die Balance. Und wir strecken das rechte Bein. Und wir strecken das linke Bein. Und beide. Ist nicht schlimm, wenn ihr umfallt. Wichtig ist nur, schön lang machen. Schön das Brustbein anheben. Beide Beine beugen. Die Fersen aufsetzen. Und lasst euch nach unten ziehen. Und einatmend wieder nach oben kommen. Ganz langsam die Balance finden. Beide Beine wieder strecken. Beugen. Und tief ziehen. Und noch einmal. Nach oben. Strecken. Achtung, Beine schließen. Beine beugen. Hände auf die Knie. Frosch. Schön tief atmen, Bauch anspannen und Beine strecken, Arme parallel zu den Beinen und beugen und strecken und beugen und einen noch, strecken, halten, halten, halten und beugen, langsam abrollen und aus den Hüften, ja sehr schön, locker kreisen. Und die Beine abstellen und einmal lang strecken, tief in den Bauch atmen. Sehr schön. Und wir gehen jetzt mit den Armen wieder neben den Körper und beginnen mit dem Beinzirkus. Rechte Bein gebeugt nach oben nehmen, zur Decke strecken und wir gehen 6-mal tief und hoch. Tief und hoch. Tief. Noch zwei. Und oben halt. Es kommt jetzt ein kleiner Halbkreis. Maria zeigt euch die Übung, wie sie etwas einfacher geht. Leicht das Bein gebeugt. Die anderen lassen ihr Bein schön gestreckt. Nicht zu weit gehen. Wichtig, die Hüfte muss fest auf dem Boden liegen. Einatmen, das Bein nach oben. Tief ausatmen. Den letzten. Und andersherum. Einmal tief. Halbkreis nach oben. Tief. Halbkreis nach oben. Es ist gleich geschafft. Und das Bein beugen, abstellen, das andere dazustellen, locker schütteln. Gut gemacht. Schultergürtel anheben. Immer wenn ihr den Schultergürtel anhebt, ist es ganz wichtig, dass ihr vom Becken bis zur Brustwirbelsäule ganz fest liegt. Nicht den Oberkörper bewegen, sondern ganz fest. Die Schultern bleiben schön tief, der Nacken lang. Zwischen Kinn und Brust passt eine Handbreit. Und ihr hebt nacheinander die Beine an. Legt beide Hände auf das rechte Knie. Das linke geht in eine Diagonale. Und wechselt. Zieht das Knie weit zur Brust ran. Mit der Einatmung wird das Bein gewechselt.
der Ausatmung in die Streckung. 5, 4, 3, 2, letzter. Bein beugen, nacheinander abstellen, ablegen, das rechte Bein nach unten ausstrecken, das linke zur Decke. Und los geht's. Tief und hoch. Letzter. Und es kommt der Halbkreis tief, senkrecht hoch. Halbkreis tief und hoch. Nehmt euch Zeit für die Übungen. Und noch einen. Und in die andere Richtung. Tief, Halbkreis nach oben. Tief, Halbkreis, tief. Und halt. Bein beugen, abstellen, beide Beine stellen sich auf, locker schütteln und kommt mit dem Schultergürtel nach oben. Zieht euch das linke Knie zur Brust. Rechte streckt sich nach vorn, Schultern wieder schön tief und los geht's. Achtet immer gut darauf, dass die Knie gut über den Hüftgelenken stehen, die Unterschenkel parallel zum Boden. Legt euren Kopf in die Hände. Auch hier wie in eine Hängematte ganz locker. Und wir machen Toe-Taps. Das heißt, das gebeugte Bein geht tief. Tipp. Tipp. Stellt euch vor, ihr taucht in eiskaltes Wasser. Langsam tief und schnell hoch. Und dabei darauf, wie sich eure untere Bauchmuskulatur dabei anstrengen muss. Jede Seite noch einen. Und Arme lösen, kommt mit Schwung nach oben, die Beine strecken und einmal nach vorn. Einatmend richtet euch schön auf, die Beine wieder hüftgelenksbreit. Gehen wir jetzt langsam tief und rollen uns ab und wieder auf. Bis ganz nach vorn und schön zuerst den unteren Rücken und wieder nach oben. Und tief und bis nach vorn. Noch zwei. Und nach vorn. Und Achtung, wir legen die Hände neben der Hüfte ab. Gehen mit beiden Beinen nach oben zum Flug. Beim Flug sind die Beine ja, schön parallel. Der Rücken dehnt sich, atmet tief in den Rücken ein und langsam wieder zurückkommen, bis ganz nach vorn wieder dehnen. Und wir machen das Ganze dreimal und schön mit der Kraft aus dem Bauch und zurück und nach vorn. Und einen letzten ziehen. Und zurück. Und langsam abrollen. Und wir stellen die Beine auf. Gehen mit der rechten Hand
unter unseren Kopf. Die linke legt sich in Schulterhöhe auf den Boden. Auch hier wieder ganz locker den Kopf ablegen. Das linke Bein gebeugt anheben. Jetzt kommt es auf die seitlichen Bauchmuskulatur an. Wir ziehen uns auf die Seite. Ellenbogen und Knie treffen sich. Und strecken. Und Achtung, halten. Der Ellenbogen gibt Druck von innen gegen das Knie. Ganz fest. Druck halten, halten, halten und locker lassen, lösen, Bein beugen, abstellen und langsam zurückkommen. Und einatmend Oberkörper anheben, der rechte Arm geht auf die Seite und der linke. Genau, das rechte Bein gebeugt anheben und los geht's. Ziehen und strecken. Ziehen und strecken. Schön lang lassen den Nacken. Und noch zwei. Und die nächsten halten wir. Druck, Ellenbogen gegen Knie. 5, 4, 3, 2, 1. Langsam lösen, Bein aufstellen. Und dann drehe dich doch bitte auf deine rechte Seite. Genau, wir kommen in einen Unterarmstütz. Ganz wichtig, der Ellenbogen steht gut unter der Schulter. Der obere Arm, die Hand ist in der Taille. Genau, beide Beine liegen gut übereinander. Und so, dass die Fersen, die Hüfte und die Schulter eine Linie bilden. Auch hier schön das Becken aufrichten. Erstmal schön aufrichten. Genau, hier schön ziehen. Und jetzt heben wir den Po an. Ja, und tief ohne absetzen. Und hoch. Und hoch. Sehr schön. Und hoch. Und hoch. Noch zwei. Und oben bleiben. Der obere Arm streckt sich zur Decke. Und schaut zu eurer Hand und jetzt ausatmen, zieht euch lang, schaut der Hand nach. Einatmend wieder nach oben und ausatmen tief und nach oben und einen noch tief und nach oben. Halten, das obere Bein abheben, weit strecken, zum kleinen Stern nochmal nach oben schauen. Halten, halten, halten. Und locker lassen und lösen. Und dann komm nach oben in einen Sitz. Die Beine wieder hüftgelenksbreit auseinander. Gehen wir einmal tief. Einatmend nach oben. Und wir drehen uns nach rechts. Arme in Schulterhöhe sinken lassen. Und nach oben. Und tief. Und nach oben und in die andere Richtung. Sehr schön. Und nach oben und die Arme sinken lassen. Die Hände gehen nach hinten, hinter den Po. Und Kraft in den Bauch, Kraft in die Arme. Das Becken anheben. Und Po tief und hoch. Tief und hoch. Und oben halten, rechtes Bein beugen, strecken, beugen und absetzen. Und beugen, strecken, beugen, absetzen. Und tief kommen und noch einmal nach vorne ziehen. Langsam aufrollen und, liebe Maria, dann kippe in die andere Richtung. Die Beine wieder schön übereinander, genau, Unterarm, Ellenbogen schön unter der Schulter, oberer Arm stützt, Becken schön aufgerichtet, genau,
Bauchnabel schön einziehen und los geht's. Hoch und tief. Hoch und hoch und hoch. Ja, Nacken schön lang lassen. Ja, noch zwei. Und oben bleiben. Der Arm streckt sich zur Decke, schau zu deiner Hand und ziehen über den Kopf. Einatmend wieder gerade und ziehen und zurück. Noch einen. Ja. Und halten und zum kleinen Stern. Sehr schön. Becken schön halten. 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Drehe dich auf den Rücken. Ach nee, richtig. Du hast richtig dran gedacht. Wir gehen noch einmal quer zur Matte. Die Beine gekrätscht. Genau. Und schön aufrichten. Genau. Und wir drehen uns mit dem ganzen Oberkörper zum rechten Bein. Beugen uns zum rechten Bein. Genau. Nicht ziehen, sondern ganz locker hängen. Achtet darauf, dass auch die linke Seite dabei gut auf dem Boden sitzen bleibt. Und schön ruhig atmen. Und der linke Arm geht jetzt nach oben zur Decke. Dreht euren ganzen Oberkörper schön auf. Ja. Und jetzt geht der Arm über den Kopf. Zieht euch noch einmal tief. Spürt die Dehnung in der ganzen Seite. Schön atmen. Und ausatmen, zum Bein drehen. Sinken lassen. Sehr schön. Und langsam aufrichten. Und drehe dich zu deinem linken Bein. Und lasse dich sinken zum linken Bein. Hüfte schön auf den Boden lassen. Sehr schön. Und der rechte Arm geht nach oben. Schön halten, halten, halten. Ja. Und der Arm zieht über den Kopf zum Bein. Ja. Und wieder zum linken Bein drehen. Sinken lassen. Halten. Und langsam aufrollen. Und wir kommen zur letzten Übung für heute. Wir gehen noch einmal in eine Rückenlage. Und wie sollte es bei Pilates anders sein? Wir schließen Pilates ab mit der Übung Pilates 100. Die Beine gehen gestreckt zur Decke, Fersenschluss, Beine außen rotiert, die Arme gehen nach vorn, die Schultern trotzdem tief, der Nacken lang und die Beine etwa 10 cm nach vorn absenken. Ihr habt richtig gut Spannung auf dem Bauch. Wenn es zwischendurch zu schwer wird, der kann die Beine auch beugen. Und los geht's. Auf 5 Atemzüge einatmen, pumpen und auf 5 wieder ausatmen. Hälfte ist geschafft. Die letzten 10. Durchhalten. Sehr schön gemacht. Und die Beine beugen. Und wir schaukeln auf dem Rücken. Ganz entspannt. Von links nach rechts. Das war's dann für heute. Wir kommen mit einem Schwung nach oben. Und wer Lust hat, ich schicke dann auch noch eine Entspannung. Der kann sich jetzt auch noch hinlegen. Ganz entspannt, nochmal tief durchatmen, mal rechts und links, schön rausziehen und dann die Arme neben dem Körper und dann deckt euch
leicht mit einer Decke zu, legt ein kleines Kissen unter euren Kopf und selbst wenn ich keine Entspannung mit euch mache, genießt einfach 10 Minuten ganz entspannt, ganz still zu sitzen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, liebe Maria. Ciao, ciao.